wir schauen uns jetzt an, was wir machen und wie das funktioniert. Ja, wir gießen Skulpturen, Reliefs, verschiedenste abstrakte Dinge in Bronze und auch in anderen verschiedenen Metallen. Und ja, die Künstler, die zu uns kommen, die haben immer ein Modell in der Hand. Wir brauchen immer ein Modell, wenn wir was gießen sollen. Und da ist es völlig egal, aus welchem Material das Modell ist. Es kann hier wie hier Terrakotta sein, es kann ungebrannter Ton sein, es kann Keramik sein, es kann Porzellan sein, es kann auch schon Metall sein, Glas, Holz. Wir brauchen es greifbar. Die Idee hilft uns nichts. Die Idee, ja. Genau, das Verfahren, mit dem wir arbeiten, heißt Wachsausschmelzverfahren. Und das wiederum bedeutet, alles, was wir gießen wollen, brauchen wir aus Wachs. Sie sehen, wir haben hier jetzt Terrakotta. Wir müssen die Terrakotta in Wachs verwandeln. Und dafür machen wir eine Silikon-Negativform. Das ist im Prinzip ein negativer Abdruck von unserem Positiv. Und diese Silikon-Negativform wird zweiteilig, also in der Regel zweiteilig. Und da müssen wir uns dann immer eine Trennlinie, eine optimale suchen an unserem Objekt. Und in dem konkreten Fall gehen wir über den Sockel, über die Schulter, hier über diesen Zopf, über den Kopf und unterm Gesicht wieder über die Schulter bis zum Sockel. Das ist unsere Trennlinie und die stecken wir ab, indem wir dann vor uns das Objekt hinlegen und mit Ton parallel zum Boden an dieser Trennlinie anlegen. Wir bauen im Prinzip einen Rahmen aus Ton. Und ja, wenn wir diesen Rahmen haben, dann können wir unser Silikon aufpinseln. Unser Silikon ist flüssig und wird mit Härte hart. Und wir pinseln es auf und Sie sehen, da wo unser Ton liegt, bleibt das Silikon stehen. Dafür haben wir den Ton angelegt, dass wir eben diese Trennlinie haben und uns da dann trennen. Genau, diese erste Schicht ist ganz dünn, das Silikon ist ganz flüssig, es ist einfach dafür da, die Oberfläche so scharf wie möglich abzunehmen. Wir wollen nichts verlieren von dem, was der Künstler modelliert hat und an Struktur reingebracht hat. Das gefällt denen auch übrigens nicht, wenn da was verloren geht. Und wir können durchschauen durch Silikon bei der ersten Schicht. Das ist wirklich so dünn, dass wir das Objekt noch sehen. Wenn diese Schicht hart ist, das dauert eine halbe bis dreiviertel Stunde, können wir die zweite Schicht drauf machen und da packen wir noch eine Substanz zum Härter dazu und die nennen wir Beschleuniger. Dadurch wird es einfach zähflüssiger, das Silikon, und wir können es dicker aufspachteln. Somit haben wir dann eine dickere Stärke des Silikons, dass es einfach reißfester wird. Genau, und dann kann man auch nicht mehr durchschauen. Dann sieht es im Prinzip so aus wie jetzt. Und wenn diese zweite Schicht hart ist, machen wir nochmal eine dritte Schicht, die genauso wie die erste ist, einfach nur um das zu glätten, weil wir nicht ganz so glatt spachteln können, sage ich mal. Es wirft immer ein bisschen Falten und dann gehen wir noch mit einer Schicht drüber, dass es wieder schön glatt hier oben ist, weil wir später einen Gipsmantel aufmodellieren. Wir machen Gips an und modellieren diesen Mantel auf, so wie wir ihn brauchen. Das ist dann, ja, das ist im Prinzip unsere Stützform für Silikon. Genau. Opa, dann können wir die ganze Geschichte umdrehen und nehmen das, den Ton weg, den wir vorhin modelliert haben, weil jetzt haben wir statt Ton Silikon. Also vorher bei dem Schnitt beim Ton sah es genauso aus wie jetzt im Prinzip, bloß halt mit Ton. Genau, dann können wir von der anderen Seite unsere drei Schichten Silikon wieder drauf machen. Pinseln, spachteln, pinseln und der Gipsmantel. Beim Gipsmantel haben Sie gesehen, wie gesagt, Silikon ist flexibel und nimmt nur die Oberfläche scharf ab. Die Form hält unser Stützmantel. Genau. So, das ist Formbau in Schnellversion. Wir brauchen ungefähr zwei Tage. Eineinhalb blockiert so der Arbeit den Tisch. Wir sind nicht die ganze Zeit dabei, wir haben Wartezeiten dazwischen, aber der Tisch ist definitiv fast zwei Tage blockiert. Genau, dann können wir das aufmachen. Früher ist das außer Haus gemacht worden. Silikonform hat der Stuckateur gemacht oder der Formbauer. Mittlerweile machen wir so in
Manufakturstil versuchen wir alles hier zu machen. Wir geben nichts mehr raus an Arbeit. Genau, jetzt haben wir die Negativform und können die eigentliche Kunstgießerarbeit beginnen. Wir können ein Wachspositiv herstellen. Wir werden jetzt die Form auch in einem Dreischichtverfahren im Prinzip wachsen. Für die erste Schicht machen wir das Wachs normalerweise nochmal richtig heiß. Mit einer extra Flamme. Das raucht sehr und rußt sehr. Sie sehen es an der Decke. Das erspare ich Ihnen jetzt. Das brauchen wir nicht. Aber normalerweise ist es einfach so heiß wie möglich, um einfach die optimale Flüssigkeit des Wachs und das, dass es halt die Oberfläche so scharf wie möglich abnimmt, dass es überall reingeht. Umso heißer, umso flüssiger ist das Wachs. Genau, so. Beim Wachsen wollen wir eine gleichmäßige Wachsstärke herstellen. Wir wollen am Ende 4 mm Wachsstärke haben, das ist dann auch unsere Gussstärke. Alles, was wir hier an Wachs machen, wird später Metall sein. Und daher ist es auch ungünstig, zu dick zu wachsen. Einfach weil wir dann mehr Material brauchen als nötig. Und ab einer gewissen Dicke ist es technisch auch gar nicht mehr machbar, dass sich das Metall zusammenzieht beim Abkühlprozess und wir dann Saugstellen bekommen können. Das sieht so aus, das sieht nicht toll aus. Gefällt dem Künstler auch nicht. Irgendwie jede Veränderung an seiner Skulptur taugt dem Künstler. Ich mag er nicht. Aber gut. So, genau. Und zu dünn sollten wir natürlich auch nicht wachsen. Wenn wir zu dünn wachsen, dann kann es passieren, dass es an der Stelle, wo wir dünn gewachsen haben, die Bronze nicht ausläuft, dass der Druck vielleicht nicht reicht und wir dann Löcher haben. Auf Löcher reagieren Künstler ganz gut. Wenige, die sich damit anfreunden können. So. Genau, das war im Prinzip die erste Schicht. Für die zweite Schicht, diese erste ist wie gesagt nur dafür da, die Oberfläche so scharf wie möglich abzunehmen. Die zweite Schicht wachsen wir schon mit deutlich kälterem Wachs. Das ist so, wie ich es aus dem Kessel genommen habe. Da lassen wir es vielleicht sogar noch ein bisschen stehen. Dass wir einfach jetzt Dicke bekommen. Erfahrung und Gefühl. Natürlich jetzt in der Geschwindigkeit wird es kein optimales Wachspositiv, aber von den Arbeitsschritten ist es genauso. Das ist wie gesagt Erfahrung. Wenn man zweimal mit der richtigen Temperatur wächst und dann das Ding mal aufgießt, dann haben wir unsere 4 mm. Sie sehen jetzt kann man schon ungefähr sehen, wie dick man gewachsen hat an der Schnittstelle. Und das passt. Jetzt können wir die zwei Hälften zusammensetzen, weil wir haben ja nur zwei Halbschalen hergestellt, wollen aber sowas haben. Deswegen machen wir die Formel zusammen. Dabei müssen wir darauf achten, dass wir keinen Verschub haben. Sonst haben wir mehr Retuschierarbeit hinterher. Und dann klammern wir die ganze Geschichte. Wir können jetzt die Form ausschwenken. Und das machen wir mit ganz kaltem Wachs. Da warten wir normalerweise so lange, bis wir so eine kleine Haut auf dem Wachs haben. Dann wissen wir, dass das kalt genug ist. Und dann gießen wir die ganze Geschichte einmal komplett voll. Dann gießen wir das gleichmäßig über alle Seiten langsam wieder raus.
in der Größe ganz toll aus. Müssen wir aber auch mit ganz großen Sachen machen. Wir wollen ja später eine hohle Figur haben, wir wollen hohl gießen. Daher füllen wir diesen Hohlraum, der jetzt hier ist, mit unserer Masse, unserer Kernmasse, unserer Gießmasse im Prinzip aus, aus der wir auch später die Form herstellen. Und die füllen wir im Prinzip mit einer flüssigen Masse, die innerhalb von 15 Minuten hart wird. Damit füllen wir diesen Hohlraum. Aus was ist die? Diese Masse ist ein Geheimrezept. Nein, es ist eine gipsartige Masse. Es ist einfach eine Schamott. Ja, es ist ein flüssiger Schamott, der hart wird und hitzebeständig ist einfach. Genau. Da haben wir ein Wachspositiv schon vorbereitet. Nachdem das hier noch ein bisschen braucht. Hier ist noch kein Kern drin. Normalerweise gießen wir den hier rein, aber zu Demonstrationszwecken so besser. Und Sie sehen, wir haben jetzt unsere Nahtstelle, deswegen haben wir sie vorhin auch nicht durchs Gesicht gelegt, unsere Nahtstelle, weil eine Nase neu zu modellieren ist immer aufwendiger als nur eine Backe. Wir retuschieren diese Nahtstelle mit einer Feile oder mit Schleifpapier oder auch mit dem Finger, je nachdem. Da gibt es kein wirkliches Patentrezept, sage ich mal, da muss jeder für sich selber den Weg finden, wie das wie er am besten zurechtkommt mit dem Wachstum beim Retuschieren. Das Wichtige ist das Ergebnis am Ende. Es muss wieder so aussehen. Genau. Wenn wir sagen, soweit passt es, wir haben alle Mängel beseitigt und auch der Künstler kann zwischendrin kommen und das freigeben, sage ich mal, es passt, habt ihr gut retuschiert oder der Künstler retuschiert sogar selber. Das ist ganz unterschiedlich. Können wir zum nächsten Schritt gehen und dem Ganzen ein Angusssystem geben. Das Anschneiden nennen wir das. Das bedeutet, wir müssen Zuläufe für dieses Objekt setzen, wie später die Bronze dahin läuft. Das haben wir auch schon hier. Jetzt wird es nämlich ein bisschen kompliziert. Das hat hier einen Zopf verloren. Genau, so, jetzt sieht es ein bisschen komplizierter aus. Wir haben, Sie sehen, jetzt ist der Kern auch drin. Der Hohlraum ist gefüllt mit dieser rosafarbenen Masse. Und dieses Angusssystem haben wir gesetzt. Die Nahtstelle ist komplett retuschiert. Und ja, jedes Objekt, das wir gießen, kriegt ein eigenes Angusssystem. Wir müssen uns für jedes Objekt dieses System neu überlegen. Natürlich, ein Kopf wird meistens gleich angeschnitten, aber sobald die Sachen ein bisschen unterschiedlich werden oder so, müssen wir uns dieses System neu überlegen, damit später der Druck vom Reinschütten ausreicht, um den kompletten Hohlraum zu füllen. Wenn wir dieses System gesetzt haben und sagen, das passt, so sollte es funktionieren, dann bauen wir am Boden eine Verschalung aus 4 Brettern, die so groß ist, dass das Objekt hier reinpasst. Füllen diese Verschalung mit wieder flüssiger Schamotte und versenken das Objekt komplett drin und lassen nur noch von oben diesen Trichter rausschauen. Trichter und diese zwei hellen Wachsstäbe. Genau, wir haben es versenkt, wir haben eine Form hergestellt im Prinzip. Nur oben schaut dieser Trichter noch raus. Und diese Form packen wir in unseren Trockenofen. Wir gehen in den Trockenofen und wir gehen in 4 Tagen auf 450 Grad hoch, immer schrittweise, damit es keine Spannungsrisse gibt. Die Formen sind sehr wassergebunden und halten dann einen Tag 450 Grad. Und genau bei diesem Prozess verdampft, verschmilzt alles, was Wachs ist und hinterlässt einen Hohlraum. Und jetzt könnte man drauf kommen, warum wir hier Nägel drin haben. Form nicht auf die äußere Form drauf fällt. Das hält genau. Praktisch den Abstand. Ja, sind Hohlraumhalter. Genau. Das hier. Wenn wir die Nägel nicht hätten, dann würde eben das Innere aufs Äußere krachen. Der Kern könnte runter sich verschieben. Gravitation, glaube ich, irgendwie so. Und wir hätten hier und hier und da keinen Hohlraum mehr. Und kein Hohlraum heißt Loch und Loch heißt quengeliger Künstler. Ja. Genau. Wir holen dann diese Form, in der wir einen Hohlraum erzeugt haben, aus dem Ofen raus. Stellen uns die in der Reihe auf und verzwingen die, weil die Bronze ja sehr schwer ist und einen enormen Druck entwickelt und nicht, dass die Form platzt oder reißt, wird die eingezwingt mit 4 Brettern und Schraubzwingen wieder.
Und wir können dann unser flüssiges Metall, das wir geschmolzen haben, hier oben reinschütten und über diese zwei unteren und die äußeren hier fließt das Metall zum Objekt, füllt den Hohlraum auf und drückt die Luft des Hohlraums hier oben raus. Das sind unsere zwei Lüfter. Wenn wir diese zwei Lüfter nicht hätten, dann hätten wir hier eine Luftblase und hier eine Luftblase. Luftblasen heißt kein Metall, kein Metall heißt Loch. Genau. So, wenn das kühler ist oder abgekühlt oder hart ist, dann müssen wir die Form, die wir hergestellt haben, zerschlagen. Wir müssen die Form kaputt machen, um an unser gegossenes Objekt zu kommen. Daher kommt auch der Begriff der verlorenen Form. Ja. Wenn wir gegossen haben, die ganze Geschichte. So aus. Wie ich Ihnen versprochen habe, alles was Wachs ist, wird Metall. Das ist wirklich so. Sie sehen, wir haben auch unsere Nägel hier noch drin in dem fertigen Guss. Der Kern ist auch noch drin. Der ist zwar schon ein bisschen rausgebrüdert jetzt mit der Zeit, aber er ist noch da. Und ja, sieht gleich aus, ist nur wesentlich schwerer als das Wachs. Genau. Ja, und für uns heißt es nun natürlich Nacharbeit. Das ist Zisternierarbeit, metallbildende Arbeit. Es kommt darauf an, was der Künstler will. Wenn der Künstler eine Naturgussoberfläche, wir nennen sie Naturgussoberfläche, dann werden wir das Objekt nicht zahnstrahlen, sondern nur so mechanisch vom Staub befreien. Wenn später patiniert werden soll, machen wir es komplett sauber, zahnstrahlen wir das Objekt. Das ist immer so Entscheidung des Künstlers, wie es am Ende aussehen soll. Aber die Arbeit, die auf jeden Fall getan werden muss, ist diese Angüsse wegschneiden, wegflexen, die Nägel ziehen, diese Löcher, die dort sind, zuschweißen und die Oberfläche komplett wieder wie das Modell herstellen. Wir müssen dann mit der Feile, mit dem Fräser, verschiedene Werkzeuge drangehen. Der Kern muss rausgeholt werden, der darf nicht am Objekt bleiben. Der wird mechanisch rausgepult. Ja, das ist sehr schöne Arbeit. Wenn die Objekte größer sind, kann man mit dem Bohrhammer reingehen. Aber bei so kleinen ist es natürlich immer schwer, sag ich mal. Ja, wenn das Objekt in der Metallwerkstatt so bearbeitet wurde, dass es patiniert werden kann oder fertig ist zum nächsten Schritt, dann sieht die ganze Sache so aus. Also nur von der Farbe. Wir verändern nicht das zu sehen. Aber die Bronzefarbe, die blanke Bronzefarbe, ist das hier. Ja? Das ist auch schon ein bisschen nachgedunkelt. Sieht da oben im Eck eine Figur, das kommt noch eher hin. Das ist so die unsere Bronze, sag ich mal, die Farbe unserer Bronze. Ja, das ist im Prinzip der Schritt vor dem Patinieren. Und ja, unser Objekt haben wir auch patiniert. Die Patina, das ist der natürliche Alterungsprozess, beschleunigt durch uns künstlich, durch Hitze und Säure. Genau. Und ja, unser Objekt hier haben wir, ich weiß ja, was griechisch Antikes ist, haben wir das auch so patiniert. Das ist ja, schwarz, grün, grau, rot, alles mit drin, sage ich mal, als wäre es halt mehrere tausend Jahre eingebuddelt gewesen. Und ja, wir haben jetzt natürlich einen farblichen Unterschied, einen Materialunterschied, aber wir haben auch einen wesentlichen Unterschied, ich weiß nicht, ob den jemand sieht. Kleiner. Kleiner, genau. Wir sind 3% kleiner als unser Modell. Das ist unser Schrumpfmaß, das wir einfach haben. Und so erkennen Sie auch Raub- und Nachgüsse von Skulpturen, weil die immer 3% kleiner werden, wenn sie vom Metall abgeformt werden. Genau. So. Von meiner Seite theoretisch war es das. Wenn irgendein Schritt zu schnell oder nicht verstanden wurde, einfach fragen. Das ist gar kein Problem, weil es immer wieder mal vorkommt. Jedes Mal den Schuh nochmal neu. Warum ist das Wachs schwarz? Warum? Weil wir das schwarz machen.
Weil wir das schwärzen. Da sieht man die Konturen besser. Aha. Und wenn ich jetzt nochmal einen Guss haben möchte, muss ich wieder... Genau, wir fangen immer wieder hier beim Wachsen. Also die Silikonform bleibt bestehen, aber diese Schritte wachsen, retuschieren, anschneiden, einformen, ausbrennen, sind immer da. Also wenn bei uns beim Guss was schief geht, dann sind wir immer die... Nochmal komplett. Ja genau, nochmal komplett. Die Form, die wir herstellen, wo das Wachs positiv drin ist, diese Gipsform, die wird klein. Beim Ausschmelzen mit dem Ofen, wie Keramik. Keramik wird auch, schrumpft auch, Ton, den man brennt. Und das ist halt, unsere Gipsform hat einen ganz geringen Schrumpf. Und das Metall beim Abkühlen zieht sich auch nochmal zusammen. Also das sind zwei Faktoren, die damit reinspielen. Wenn da jetzt an dem Original irgendwas abgeplatzt wäre, kann man da auch noch mal was hin machen bei der Formgebung? Bei dem Original? Ja. So ja, bevor ich die Form mache, kann man da alles hin machen. Dann kann ich dem auch so ein Ding hier draufsetzen. Und das ist auch also da kann ich machen, was ich will. Bevor ich diese Form mache, kann man alles machen. Man kann auch aus dem, ich kann auch das Wachs hier rausholen und sagen, ich will, die haben wir schon kaputt. Ich würde jetzt den Kopf gerne gedreht haben, ja. Okay. Muss man es natürlich vorher warm machen, aber das ist machbar. Man kann es auch ohne Kopf gießen, ja. Oder auch nur ein Fragment. Also es ist viel machbar, sag ich mal. Und das Wachs kann man wiederverwenden? Ja, das Wachs kann ich wieder einschmelzen. Also außer es ist ausgeschmolzen. Ja, das ist ja. Diese Stäbchen, wo die Luft austreten soll. Ja. Auch aus genau, Wasser, diese Stäbe. Die sind hohl. Nein, die sind nicht hohl. Aber wenn die natürlich schmelzen, dann habe ich einen Hohlraum wieder. Ah ja, genau. Das ist egal, ob die hohle Das ist dann das letzte, wo dann. Genau, da wird die Luft rausgedrückt. Das ist im Prinzip, wie gesagt. Wenn keine Luft mehr da ist, dann wird das Metall hoch. Genau, wir sehen am Ende, wenn wir hier und da Metall sehen, dann das wissen wir, wenn wir unser Abendungssystem richtig gesetzt haben, dass wir überall Bronze haben. Okay. Genau. Zum Beispiel, wenn der Zopf weiter nach oben gehen würde, dann müsste man den auch noch mal extra tiefen, weil es dann auch wieder sich Luft sammeln könnte. Ja. Noch eine Frage, ja. Wie viel kostet so ein Vorgang, wie Sie ihn jetzt beschrieben haben? Da sind wir bei circa mit Form 950 Euro. Bei der Größe? Genau, bei der Größe, bei dieser Fertigkeit. Wir müssen halt auch mal schauen, auch Bearbeitung. Es genau. Kommt immer halt darauf an, es sind mehrere Faktoren, die den Preis anschließen. Die große, die ausgelagert, die Form stetabliert. Also es sind mehrere Faktoren, die einfließen. Aber hier sind wir ungefähr bei mit Silikonform und Anschluss dran. 59. Arbeitsmaterial. Der nächste Guss ist dann natürlich auch wieder günstiger, der ist bei 700 ungefähr, weil wir die Form schon haben. Das ist immer der erste Guss, ist der aufwendigere. Wie viel davon circa ist? Es ist schwer zu sagen, weil das Material, die Bronze kostet 8 bis 9 Euro das Kilo. Aber wenn wir es hier schmelzen, dann sind wir schon bei 50 pro Kilo ungefähr. Und ja, dann kommt noch Arbeit rein und hier sind wir vom Gewicht her bei 4, 5 Kilo vielleicht. Und wir haben natürlich eine Arbeit. Die Arbeitszeit ist teurer als das Material. Ja, kommt auch immer drauf an, was wir gerade haben, weil es gibt Sachen, die sind klein, aber sehr schwer, weil sie halt doch massiv gemacht worden sind, weil sie nicht so dick sind und so, und dann gibt es größere Sachen, die sind nicht so schwer. Also es ist, wie gesagt, es sind viele Faktoren, die in die Preisgestaltung mit einspielen, deswegen ist es immer so ein bisschen schwer zu sagen, ja, so und so läuft es. Ja. Ist es absehbar, dass dieses Verfahren in naher Zukunft durch 3D-Drucker ersetzt wird? Wenn die Metall... Ich glaube nicht. Wir haben keine Seele in 3D. Wir haben keine Seele in 3D. Wir haben das Problem, wir haben ein 1:1 Abbild, aber keine Seele. Kein Leben, nix. Glatt. Das ist ein 3D. Das ist der Monaco-Franzl. Das ist ein 3D-Druck. Rapid Prototyping. Für die moderne Herstellung. Ich habe das in Bronze gegossen, nicht mal die Bronze wirkt. Es ist schon schön, es ist ein 1:1 Abbild, aber es ist kein Leben mehr. Das wird ein 3D-Drucker nie ersetzen können. Die Hand des Künstlers. Nie im Leben.
macht vielleicht einiges einfacher, es macht auch was einfacher für den Laien, irgendwas herzustellen, weil es, man lässt es irgendwie digital machen und lässt es dann drucken. Dann hat man das, was man wollte, aber es hat keine Seele, kein Leben. Ja, aber die Seele ist doch in dem Modell, was wir kriegen. Auch die Hände des Künstlers geben sie. Ja, ja, okay. Und Ausdruck vor allem. Aber das was ihr Ausdruck. Dann macht, ist doch nicht mehr beseelt, sondern... Doch, weil wir die Stimmung des Künstlers nicht übernehmen. Und wir, hier ist keine Stimmung, dann können wir auch keine Stimmung mit übernehmen. Das ist einfach schwer, sag ich dir. Vielen Dank. Ja, danke. Ja. Entschuldigung, können Sie da bitte vorne mal was vorbeikommen? Ja, ungefähr 1200. Aus was ist der Topf? Haben Sie wirklich Seele gezeigt, gell? Das muss man sagen. Was haben Sie da für Energiequelle, Gas oder Heizung. Heizung. Ah, ja. Und wie lange ist das da drin? Damit ja, 2,5 Stunden ungefähr. Mhm. Das ist die Office. Also wie lange kann ich jetzt fließen? Ach so, ja, 10 Minuten für eine Stunde, je nachdem. Halt. 1200 Grad ungefähr, 1250 beim Rausholen. 956 ist Schmelzpunkt. Okay. Dann wird es wieder hart. Also in der Zeit, bei der Temperaturspanne, muss man das halt schaffen. Wenn Sie den Einrichtung nicht ganz voll füllen können, würde man Absatz sehen, wenn man dann später nachgießt, ne? Ja, muss man dann schweißen. Aber ist halt, manchmal ist dann da Höhe, da verbinden, ja, das ist nicht so toll. Also sollte schon immer auch einmal voll werden die Form. Wie heiß wird es hier im Sommer? Wachsstäbe schmelzen. Ja. Wann ist es jetzt so abgekühlt, dass es da wieder raus kann? Wenn oben
die Dinger ganz schwarz sind, dann kann man sie schon aufmachen, aber normalerweise warten wir halt so eine Stunde auf den Mann. Das hat mir gut gefallen, was dein Bruder gesagt hat. Das ist Leben. Ja. Das ist kein Charakter. Das kann das andere nicht sein. Und seine Reaktion war großartig. Es sind keine Klone, sondern es ist alles ein Unikat, was das Leben eingehaucht hat. Ja. Das ist eben die Oberflächenbearbeitung, die damit verbunden ist. Herzlichen Dank.